Jackos Leihmutter für seine ersten beiden Kinder Paris und Prince Michael bricht im Interview in Tränen aus. Debbie Rowe sagt: He's really wonderful. Er ist ein wirklich wunderbarer, liebevoller Mann. Er ist auf keinen Fall so, wie ihn jetzt alle hinstellen. Und das macht mich sauer. Dann benutzt Debbie einen Kraftausdruck, den wir besser nicht übersetzen. And it really f***s me off. Debbie ist in dieser Zeit wohl einer der wenigen Menschen, die nach Jackos Aussage, ja, fremde Kinder schlafen in meinem Bett, zu ihm hält. Debbie versucht mit aller Kraft, den King of Pop ins rechte Licht zu rücken. Es kann keinen besseren Vater geben als Michael Jackson. Gestern wurde das Jacko-Interview mit dem Kinder-in-meinem-Bett-Bekenntnis in Amerika ausgestrahlt. Sofort meldete sich Gloria Allred zu Wort. Sie will das Jugendamt informieren, damit endlich abschließend geklärt werden kann, was an den Vorwürfen dran ist. Was mich noch mehr stört, ist Michael Jacksons Aussage, dass er zugibt, mit Kindern in seinem Bett gewesen zu sein. Und dass Michael Jackson offensichtlich denkt, das ist ganz okay. Jetzt sollen alle Kinder, die Michael Jackson im Interview namentlich genannt hat, mit deren Eltern vernommen werden. Es wäre jetzt schon das zweite Mal, dass Michael Jackson wegen seiner Zuneigung zu Kindern Ärger bekommen könnte. 1994 konnte er eine drohende Gerichtsverhandlung wegen Kindesmissbrauchs gerade noch durch eine Schweigegeldzahlung abwenden. Damals jammerte er: Behandelt mich nicht wie einen Kriminellen, ich bin unschuldig. Don't treat me like a criminal, 'cause I am innocent. 13 Monate ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen Jackson. Das kann ihm jetzt wieder blühen. Debbie Rowe hat sich auf jeden Fall vorgenommen, nur positiv über ihn zu sprechen, um so seine Ehre zu retten. Er ist doch kein Verbrecher. Debbie Rowe kann und will nicht begreifen, dass so viele Menschen Michael Jackson jetzt verdammen. He's really wonderful. Er ist so liebevoll, er ist so aufmerksam, er ist ein wundervoller Mensch. Er ist in dieser Dokumentation einfach nicht richtig dargestellt. As he really is. Ich nehme gerne kleine Kinder mit ins Bett. Gestern Abend hörten Millionen Amerikaner Michael Jackson diese Worte sagen. Jetzt könnte es ganz schön dick kommen für den Star. US-Anwälte wollen jetzt alle Kinder, die jemals bei Jacko übernachtet haben, befragen lassen. Ein neuer Prozess um Michaels Verhältnis zu Kindern droht. Der deutsche Jackson-Buchautor Christian Marx gehört zu den wenigen, die Michael auch jetzt noch für relativ normal halten. Für ihn liegt das Problem in Michaels einsamer Kindheit. Er hatte keine Jugend, er musste immer auf der Bühne stehen, er hatte keine Freunde, er konnte nicht spielen, er konnte nicht richtig in die Schule gehen. Und er versucht jetzt, seine Kindheit nachzuholen. Das erklärt auch, dass er gerne mit Kindern spielt. Michael ist anders als die meisten. Doch das heißt noch lange nicht, dass er Kinder missbraucht, sagt Debbie Rowe. People don't understand that. And die Leute wollen das einfach nicht verstehen. Alles, was nicht normal ist, macht ihnen Angst. Dabei ist Michael ein wundervoller Vater. Hier haben alle immer noch so eine absolut konservative Vorstellung von Familie, so ein spießiges 50er-Jahre-Bild. Aber es gibt noch was anderes als die traditionelle Familie. Warum versteht das nur keiner? Wenn die Leute das nicht begreifen, dann ist das eine Schande. It's a shame. Jackson fühlt sich vom Autor der Skandaldokumentation betrogen, ließ er jetzt verlauten. Er will ab und zu